Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, in diesem Vlog möchte ich euch gerne so ein kleines bisschen darüber aufklären, was im Moment so auf meinem Kanal los ist, wie immer eigentlich in Vlogs. Nicht wundern, ich bin heute eine kleine Froschbeule, also ich bin gut eingepackt und fühle mich irgendwie auch nicht so besonders, aber das Leben geht weiter. Nein, ich habe mir so ein paar Themen aufgeschrieben, die ich heute thematisieren möchte, und da ist unter anderem was dabei, was mich die nächste Zeit wahrscheinlich so ein bisschen auf Trab halten wird. Aber sehen wir mal, was draus wird. Erstes wichtiges Thema ist Pottermore. Wer hätte es gedacht, es ist neu auf meinem Kanal und im Prinzip ist es ja auch ein neues, altes Projekt. Ich wollte es ja schon lange mal tun, also hochladen, das Projekt. Es hat nur nie funktioniert, weil ich keine richtige Aufnahmesoftware dafür hatte. Fraps nimmt keine Bildschirme auf, zumindest nicht bei mir. Dann habe ich zwei andere versucht, bei denen der Ton sehr, sehr grottig war. Oder halt das Bild, je nachdem. Und im Endeffekt bin ich dann bei OBS gelandet. Da ich ja sowieso streame, habe ich das ja nutzen müssen. Und habe dann auch festgestellt, hey, damit kann man ja auch Monitoraufnahmen machen. Kaching! Und ja. Dadurch kann ich jetzt endlich Pottermore aufnehmen, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Und ich freue mich wahnsinnig drüber, weil ich liebe diese Seite. Und ich liebe dieses Projekt. Und deswegen wird es das mit Sicherheit jetzt auch sehr, sehr lange und sehr, sehr oft auf meinem Kanal geben. Also, es ist nur eine Phase. Es wird vorbeigehen. Für alle, die es überhaupt nicht mögen, tut mir sehr leid. Aber, wie ihr ja wisst, wenn ihr meine Abonnenten seid, ich lade hauptsächlich das hoch, worauf ich gerade Bock habe. Und, ja. Darauf habe ich halt im Moment mega Bock und ich habe auch das Gefühl, dass es einige gibt, die das total klasse finden. Weil mich auch schon jemand angeschrieben hat mit, hey, du hast mich voll angesteckt, guck mal. Und hat mir dann ein Bild geschickt, so von seiner Pottermore-Seite. Fand ich total geil. Laufende und pausierte Projekte sind in dem Fall dann so ein bisschen, ja, also laufendes Projekt natürlich Pottermore und Neverwinter. Nebenher laufen natürlich noch Dark Project und Harry Potter 4, wobei Harry Potter 4 natürlich schwierig ist, weil ich das im Moment so überhaupt nicht mag und da null Bock drauf habe und es irgendwie auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und so weiter. Dementsprechend sind das jetzt momentan meine vier laufenden Projekte, alles andere ist zurzeit wirklich pausiert, weil ich entweder keinen Bock drauf habe oder es aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert. Perfect World würde ich gerne weitermachen, wirklich sehr, sehr gerne, weil das nun mal auch eins meiner absoluten Lieblingsprojekte ist. Aber beim letzten Mal kam ich ja halt, also ich habe noch ein paar Folgen, die ich theoretisch hochladen könnte. Das Problem ist nur, die sind von Ostern ungefähr und wir haben schließlich jetzt Mitte September einfach. Egal, im Prinzip könnte ich die noch hochladen, werde ich wahrscheinlich auch noch machen, weil es sind ja zusammenhängende Folgen. Dann hättet ihr zumindest noch ein bisschen was zu sehen. Aber ich habe nun mal momentan das Problem, dass ich bei zwei oder drei Quests einfach nicht weiterkomme, weil das, was ich töten muss, nicht zu sehen ist. Das ist irgendwie so ein bisschen, hat was mit der Quest zu tun, werdet ihr dann auch sehen. Oder ich Dinge nicht finde, die ich eigentlich finden soll. Also ich muss irgendwelche komischen Kristalle finden am Ufer eines Flusses. Das Problem ist, ich bin diesen Fluss durch die gesamte Gegend abgelaufen am Ufer. Und es ist nichts da. Das heißt, ich kann diese Quests nicht machen. Ich kann sie nicht abschließen, weil es einfach nicht geht. Weil, ihr versteht mich, ne? So, und das sind die einzigen Quests, die ich da im Moment habe. Wenn ich die nicht abschließen kann, komme ich nicht weiter. Was soll ich machen? Davon ab hat Perfect World mittlerweile schon wieder ein neues Update. Nennt sich Riptide. Und es geht so ein bisschen mit um die Meereskinder. Also es geht um irgendwelche Unterwassergeschichten. Ich habe da aber noch nicht reingeguckt. Weil mir das Ganze auch ein bisschen zu schnell geht mittlerweile. Ich hatte Eclipse noch nicht mal richtig erforscht, sage ich mal. Ich meine, ich habe mir auch nicht wirklich genug Zeit dafür genommen, das gebe ich zu. Aber ich habe es noch nicht mal richtig zu Ende erforscht und schon kommt das neue Update. Und irgendwie, es geht mir persönlich einfach ein bisschen zu flott alles. Ja, so viel dazu. Deswegen ist Perfect World leider momentan auch eins der pausierten Projekte. Mal sehen, vielleicht kann ich mich ja irgendwann nochmal dazu aufraffen, da auch weiterzumachen. Und es gibt auch ein paar noch fehlende Videos, die aber mehr so in die Vlog-Richtung fallen. Ich hatte ja vom MPS, vom mittelalterlichen Fantasy-Spektakulum, ein Vlog-Video gemacht,
ein so eine Art Follow Me Around Gedöns irgendwas. Es sollte eigentlich ein Vlog werden. Da fehlen noch zwei Videos, die ich eigentlich am Ende angekündigt hatte, die ich auch noch machen muss. Dazu habe ich aber im Moment relativ wenig Bock, weil ich dafür sehr viel Videomaterial zusammenschnibbeln muss. Und ich muss mal gucken, wann ich das schaffe. Im Prinzip, wenn jemand ganz, ganz sehnsüchtig auf diese Videos warten sollte, kann er mir auch gerne mal Bescheid sagen, mir ein bisschen in den Hintern treten, aber ich glaube eher, dass euch das nicht interessiert, weil ihr, glaube ich, eher wegen den Games hier seid und nicht wegen irgendwelchen komischen Events, die sowieso nur mich interessieren. Okay, Stream-Probleme mit Thief. Das ist genau das, was ich jetzt eigentlich ansprechen wollte, was nochmal auf diese ganzen anderen Themen zurückgreift, sozusagen. Ich habe Thief jetzt schon 2 oder 3 Mal gestreamt und das Problem ist, dass das Spiel nach einer Dreiviertelstunde bis Stunde grundsätzlich abstürzt und sich dann auch nicht mehr richtig spielen lässt. Also ich kann dann nochmal für 5 Minuten irgendwie das Spiel öffnen und danach ist Schluss. Es ist dann irgendwie, es stürzt immer wieder ab und dann macht das Streamen auch im Endeffekt keinen Spaß mehr. Weil man die ganze Zeit irgendwie die Verbindung verliert und dann irgendwie jedem erklären muss, was jetzt gerade los ist und man es selber irgendwie nicht so ganz versteht. Ist eine blöde Sache. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich, wenn ich Thief streamen sollte, das nur noch zeitlich begrenzt mache. Also ich werde dann vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, maximal eine Stunde, also ich werde es glaube ich auf eine Stunde setzen. Ich werde dann eine Stunde Thief streamen und werde dann wahrscheinlich auf andere Spiele übergehen, wenn ich noch Bock zum Streamen habe, wovon ich eigentlich relativ sicher bin. Und da kommen die anderen Spiele ins Spiel. Spiel. Ich habe einen sehr großen Wortschatz, müsst ihr wissen. Da kommen die anderen Games ins Spiel. Wie zum Beispiel Neverwinter. Ich habe mir überlegt, dass man Neverwinter auch sehr gut streamen könnte, weil ich mich ja immer wieder darüber aufrege, dass 20 Minuten viel zu kurz sind. Und ich demnach dieses Spiel natürlich auch sehr gut streamen könnte. Und Pottermore ist natürlich auch was, was man streamen könnte. Das Problem ist dabei dann nur, dass ich natürlich auch zusehen muss, dass ich diese Streams aufnehme und dann später auf YouTube hochstelle, weil ihr sonst eine riesen Lücke in dem Spiel habt. So, das waren jetzt so meine Überlegungen. Man kann die Streams ja aufnehmen, ist überhaupt gar kein Problem. Und deshalb würde ich sagen, werde ich das demnächst auch mal versuchen in Angriff zu nehmen, dass ich dann einfach von Neverwinter und eventuell auch von Pottermore Streams mache. Ja. So, das waren im Prinzip mein, das war mein Vlog. 7 Minuten, fast 8 Minuten. Ich bin begeistert. Das ist relativ kurz gehalten sogar dieses Mal. Und ja, ich habe diesmal nicht so viel geredet. Ich habe auch irgendwie gar nicht so viel Bock zu reden heute, weil mir läuft ständig die Nase und irgendwie habe ich mich, glaube ich, ein bisschen erkältet. Egal. Eure Meinung bitte unten in die Comments, besonders zur letzten Sache, zu den Streams, ob ihr Bock habt, das zu sehen oder ob ihr sagt, nee, macht das lieber so, weil in den Streams hätte vielleicht auch mal jemand Möglichkeit, dann mitzuzocken. Ich glaube, du weißt, wen ich anspreche, ne? Mhm. Ja. So, ja. Gut. Das war's dann im Prinzip von mir und meinen Themen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder irgendwas dazu zu sagen habt, schreibt es unten in die Comments. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Info gefallen hat, lächelt mir ein Däumchen nach oben da. Das wäre sehr schön. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es den nächsten Vlog wahrscheinlich auch erst nächsten Monat. Oder nach der Konichi. Die Konichi dieses Jahr in Kassel kommt am 19. Da werden wir da hingehen und dann wird es Video geben. Ja, bin sehr gespannt. Freue mich schon drauf. Ich hoffe, ich werde vorher nicht krank. Das wäre blöd. So, dann bin ich doch bei 9 Minuten. Scheiß drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.